Moin moin und herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Arena. Wir sind hier auf der Suche nach der Tochter des Argonia-Königs aus Black Rose und müssen die hier von irgendwem befreien. So, hier haben wir die nächste Tür und da haben wir wieder eine Tür. Vielleicht finden wir hier auch noch ein paar Schätze oder gar nichts. Kann auch sein, dass wir hier vielleicht eine zweite Ebene mit. Oh, hier ist doch ein Schatz. Ja, nehmen wir mit. Ja, wir machen mal hier Levitation. So, ein Bracelet, nice. Ich finde es irgendwie lustig, wie wir hier am Fliegen sind. So irgendwie eher so kleine Sprünge am Machen. Bisher haben wir hier auch noch keine Gegner gesehen. So, wo sind wir jetzt genau? Hier im Norden noch. Hier geht es aber auch nicht wirklich weiter. Also müssen wir hier. Jo, was war das denn jetzt? Vielleicht nochmal Shielding anmachen und jetzt nochmal Healing True. Ah, da haben wir einen. Warum geht jetzt endlich mal kaputt? Ich wollte hier lang. Vielleicht auch mal ein Safe Game machen auf die 2. Würde vielleicht Sinn machen. Für den Fall, dass wir. Ah, hier geht's weiter runter. Okay, dann ist die. You sense the Hellhound is nearby. Oder nearby. Wie auch immer man das richtig ausspricht. Also müssen wir hier hin. Also nicht hier hin, sondern. Auf diese Ebene meine ich. Jetzt wünschte ich mir, der Flug wäre jetzt vorbei. Aber gut zu wissen, dass es nur ein Hellhound ist. Ah, der Flug ist vorbei. Levitation. Habe aber auch so das Gefühl, hier werden wahrscheinlich ein oder zwei Medusen sein. Gehen aber erstmal so oder so einmal hier den Rand entlang. Auch wenn wir diese kleineren Dungeons eh kennen, weil die alle schon eh irgendwie gleich aufgebaut sind. Aber der müsste dann hier irgendwo sein, wenn ich mich richtig erinnere. Auch so machen. Jo, wo ist der Vampir? Also der muss hier sein, der Vampir irgendwo. Vielleicht ist er hier runter? Nee. Jetzt komme ich hier nicht mehr hoch. Doch. Aber dann machen wir hier ein Safe Game auf die 3. Okay, hier geht es nicht weiter. Aber dann kann ich mir vorstellen, wo der sein könnte. Der Seite. Oh! Schnell. Shielding. Und Heal True. Und nochmal Heal True. Das war jetzt weniger nice.
So, nochmal Shielding und Shield True. So, jetzt musst du auch mal langsam kaputt gehen, ne? Komm. Okay. Der hat einen Longsword, den nehmen wir mal mit. Aber das war jetzt nicht der, den wir gesucht haben. Wollte der wieder aufstehen? Können die wieder auferstehen? Ich glaube, die Frage hatte ich schon mal gestellt. Ah, jetzt sind wir hier, okay. Müssen aber noch Richtung Süden in diesen Räumlichkeiten. Ah, nee, der schon wieder. Oh, Schilling ist wieder vorbei. Ist das Shielding immer so zeitbegrenzt auch zusätzlich? Ich habe das Gefühl, es ist auch zusätzlich zeitbegrenzt. Nicht nur an Menge an Schaden, die man irgendwie einzustecken hat. Wo ist der? Da. Sonst ist hier keiner mehr. Was hat er? Ein Buckler. The troll blocking your path is at the service of another countess Terramis seems the obvious master. If she truly wishes for your quest to fail. Was? Also hier muss ich rein wahrscheinlich. Wenn hier das jetzt ankommt, dann muss ich wahrscheinlich hier rein. Oder doch nicht. Okay, dann kann die nur hier irgendwo sein. Das heißt, den ganzen Weg hier nochmal zurück. Nicht runterfallen. Na, vielleicht machen wir mal wieder den hier, damit wir hier fliegen können und schauen uns hier mal um. Lass ich mir raten, da muss ich rein. Vermutlich ja. Aber wir gehen erstmal woanders hin. Das hört sich nach einem Höllenhund an. Und wir müssen dahin, wo ein Höllenhund ist. Also hier rein wahrscheinlich. Gehen erstmal woanders hin. Hier ist wieder Ende. Keine Schätze. Hier ist auch nichts. Okay, interessant. Also müssen wir entweder da rein, da rein, da rein oder hier rein. Hier war Gold. Jetzt kann aber ruhig der Zauber wieder verfliegen. Hätte ich kein Problem mit.
Achso, da müssen wir nicht rein. Da waren wir noch nicht drinnen. Vielleicht ist sie da drinnen. Und ich depple auch dran vorbei. Jo, erschreck mich nicht so. Und geh jetzt kaputt. Hier zu und nochmal und hier Ding. So, jetzt ist das vorbei mit dem. So, dann erstmal hier rein. Wir haben sie gefunden. Mayor of Mirkwood, rescue from King Claudius. Harry, I must be home in Black Rose by Tudor's Third of Hellfire. Boah, wie das Bild von der. Ach du. Ne. Boah, sieht das grässlich aus. Wie die vor mir da stand, da sah die noch hübscher aus. Und jetzt auf einmal so. Grau mit grünen Augen. Bah. Sind wir hier richtig? Hat der auch. Ne, wir sind dran vorbei. Das war der Ausgang. Okay. So, dann müssen wir genau Richtung Osten. Und wo ist denn der Vampir? Okay, keine Ahnung, wo der hin ist. Aber das nehmen wir mit. Er kann schon zu Gold Nein sagen, ne? Und da ist der Ausgang. So. Ab nach Black Rose. Da. 12 Tage. Ja, das wird vollkommen reichen. Das dritte Herzfeuer wird es noch genug Zeit geben. Jo! Oha! So, jetzt aber erstmal wieder eine Taverne finden. Wo war denn die Taverne? Wir hatten hier doch irgendwo eine markiert gehabt. Oder nicht? Hatten wir keine markiert? Ich glaube, daraus lerne ich nicht. Und dann mit Taverne zu markieren. Aber ich feiere das jetzt gerade mit dem Blitzen. Finde ich gerade echt mega. Brauche jetzt aber wirklich meine Taverne. Hier ist eine Sackgasse. Und da kommt jemand. Gütige Frau, sagen Sie mir mal, wo ist denn die nächste Taverne? Saufbauerweil. Dankeschön. Fände ich besser, wenn ich mir das direkt auf der Karte markieren würde, aber nee, man kann ja hier nicht alles kriegen. Da haben wir eine Taverne. So, dann können wir das einstecken. Und get a room, ja. Double. Eine Nacht, genau, Dankeschön. Ja, das wird reichen. Dann am besten stellen wir uns mal hier auf so einen Tisch. Wie spät ist es denn? 10 Uhr in der Nacht. Das heißt 10 Stunden pennen. So, 10. So.
Hier geht's nicht raus. Geht's nicht raus? Hier geht's raus. So. Weil ich jetzt, dass ich hier so gewittert habe. Habe ich echt gefeiert gerade. So, jetzt kriegen wir unsere 8280. So, guter König, ich habe sie für dich gefunden. My heart is full of gratitude to you. I feared I would never see my eldest daughter again. In addition to your reward of 8280 gold, I've ordered my scripts to write you into the tombs of Black Rose, so you will never be forgotten. Bless you, good Nord. So, wie viel haben wir jetzt an Gold? Wieder 19.000, nice. Wir könnten eigentlich rein theoretisch noch eine Quest machen. Welcome, Max Deus, to my city state. Your arrival is fortuitous, for I have a favor to ask. If you would rescue someone for me, I would be happy to reward you in gold. Would you be interested in hearing more? Natürlich! So, jetzt erstmal 7360 geht auch klar. Kerina Theosion, my mother, missing for days, has finally been located in the infernal pit of Pilios, crypt of the north, to the north. I think she is the prisoner of the Mage's Guild there. I need you to use your every talent to complete the rescue by Sunless 27 of Frostbite. After that, I will send someone else and your reward of 10,306 gold will be forfeit. I take it you realize the strength of the Mage's Guild and will not accept this quest unless you feel you are capable. Are you the person for the quest? Natürlich! Wir wollen Geld haben! Excellent! I've inscribed the location of the place on your map in of Tamriel. Use that to guide you. Good luck to you, Max. May your mission be succeed. Chris. Ja, wir holen unser Gold. Ich glaube, danach müssten wir vielleicht nochmal eine machen. Damit wir nochmal genug Gold hätten, um das letzte Stück zu kaufen. Aber dann können wir direkt los. Wo ist denn das? Ah. So weit im Norden. 26 Tage wird es brauchen. Ach du Scheiße. Ja, dann ab dahin. Ja. You sense this Stone Golem is nearby. Oh nein. Kein Steingolem. Und wie ich sagen, hier macht man ein Safe Game. Auf die 2. Und dann suchen wir die Mutter des Königs. Okay, das führt nur im Kreis. Ja. Komm, ich will da... Diese Art von Dungeon hatten wir, glaube ich, noch nicht, oder? Oder bilde ich es mir nur ein? Dass wir die noch nicht hatten. So, das war jetzt der südlichste Rand. Ja. Und hier geht es auch nicht mehr weiter. Vielleicht irgendwo ein Geheimgang gewesen? Nee, auch nicht. Aber hier geht es weiter. Und hier gibt es Gold. Auch hier gibt es aber viel. Holen.
Oh, wo bin ich jetzt? Ach so. Hier geht's nirgendwo hin weiter. Ja, dann gehen wir hier jetzt gleich mal rechts. Okay, hier sind auch überraschend jetzt wenig Gegner. Ich warte nur auf den Steingolem, dass der mich hier auseinander nimmt. Oder dass ich irgendwie andere Gegner mal finde. Ach komm, wir gehen hier jetzt mal hier rein. Das geht auf. Das nehmen wir mit. Haben wir wieder ordentlich was zu verkaufen nachher. Und da vorne wieder eine schöne Tür, die wir noch nicht betreten hatten. Da haben wir sie. Okay, das ging aber schnell. Das ist jetzt eine schnelle Quest. Brauche ich die nochmal durchzulesen. So, suchen wir den Ausgang. Ernsthaft, ich hätte einfach nur hier reingemusst und dann so. Okay. Das fand ich jetzt echt gut. Okay, lass uns gehen. Dann wieder zurück nach Black Rose. Das waren jetzt aber einfache 7000 Gold. So, wann würden wir kommen? First Frost Fall. Okay. Das schaffen wir. Dritte ist ja das späteste. Ja. Ah, perfekt, ist noch hell. War doch im Norden, oder? Zum Norden. Ja. Dann lass mal dahin. War jetzt aber wirklich sehr, sehr schnelle Quest. Jetzt steckt jeder fest. Die sehen alle hier sehr gruselig aus. So. Mal schauen, ob er vielleicht noch eine Quest für uns hat. You have rescued my mother from the Maidens Guild. My gratitude to you is enormous. Please accept the 7460 gold pieces as a token of the debt I owe. Good luck in your travels. You will be remembered in Black Rose. Nice. Haben wir jetzt genug für den nächsten oder? Noch nicht ganz. Also eine Quest müssen wir noch machen. Hat er eine? Ja, hat er. Wir werden das jetzt aber nicht nochmal durchlesen. Mal schauen, wie viel Gold. 6800, das geht immer weniger. Aber okay, nehmen wir an. A terrible fate has befallen a Hererius Melus, my dear parent. I think he has been taken by the Dark Brotherhood and secreted in a dungeon to the northwest. The crypt's name is the Labyrinth of Claude. If you would agree to save my dear parent, I would reward you with 6800 gold. Be careful, however. I'm sure that the Dark Brotherhood will try and stop you. You must have Hererius Melus back before Freda's 18th of Sunstars. All my people will notice his absence. I cannot allow that. Hurry and good luck. Will you agree? Natürlich. Ja. Wir sagen die Quest noch, dann hätten wir genug, um nochmal das letzte Ebenerz-Ding da zu holen. So, schauen wir mal, wo das ist. So, noch
West, hat er gesagt. Er hat West gesagt. Ist das West? Haben die hier irgendwie so eine Links-Rechts-Schwäche oder sowas? Wenn das hier Westen ist? Ja, mir ist egal. 13 Tage. Und los. Mal schauen, wie schnell wir die jetzt finden. So, das ist wieder so ein Dungeon. Okay. Hier haben wir wieder Gold. Nehmen wir mit. Vielleicht auch vorher nochmal ein Safe Game auf die 2 machen. Man weiß ja nie, was für Gegner hier sind. Die einen vielleicht auseinandernehmen können. Okay, hier haben wir Ende. Haben wir noch einen Raum? Hier haben wir Gold. Und einen Mark. Hast du mal eine Mark? Okay, hier geht es auch nicht weiter. Okay, wer war der andere, der mich jetzt mit Magie attackiert hatte? Ich würde vielleicht sagen nochmal Shielding und hier True. Hier gibt es auch nichts. Schauen wir mal hier. Hier ist auch schon endet. Ne, doch nicht. Hier ist noch eine Tür. Ich höre euch doch. Ah, wahrscheinlich auf der Seite, okay. Das wäre jetzt hier ein Raum, wo man irgendwie hin kann. Dass sie hinter der Wand waren. Da sind die ja. So, dann war es das jetzt mit denen. Die Wand sieht verdächtig anders aus. Okay. Hier gibt es gar nichts. Hier gibt es Gold. So. Dann geht es nur noch da lang. Hier gibt es wieder nichts. Und wieder Gold. Und eine Kriegsamt. Dann geht es hier wieder weiter. Den müssen wir noch betreten. Dann können wir hier einmal wieder so rum. Hier ist nichts. Dann gehen wir mal hier rum. Hier ist er. Die Nervensäge. 42 Gold. Aber nichts wirklich. Ein Spellsword. Hatten wir auch Ewigkeiten nicht mehr einen gesehen gehabt. Von den Spell Swords. Aber ich finde es süß, diese einfachen Gegner jetzt hier zu haben. Obwohl die Vampire und Steingolems und so weiter. Die sind schon ein bisschen krasser. Da, Eisengolem. Und der kommt nicht dran an mich.
Munition geht kaputt. So, haben wir geschafft. Und der hat 153 Gold. Immerhin. Ja, dann würde ich sagen, aber in der nächsten Folge suchen wir die junge Dame oder den jungen Herrn weiter. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.